Im Studio begrüße ich herzlich unseren Türkei-Experten und Journalistenkollegen Bahar Güngör. Herr Güngör, wie hoch pokert Erdogan bei dem Thema Referendum? Hat er das schon sicher im Sack? Das hat er noch lange nicht sicher im Sack. Also die Nationalisten, die ihm im Parlament die Unterstützung gegeben haben, damit er das überhaupt durch das Parlament bekommt, die sind gespalten. Also es kann auch sein, dass der Schuss nach hinten losgeht und dass dann am Ende vielleicht ein Nein zu seinem Präsidialsystem herauskommt. Und die Gefahr sieht er auch. Deshalb ist er auch im Moment sehr, wie soll ich sagen, bodenständig in seinen Antworten. Der ist nicht mehr so feurig und auch so aggressiv, wie sonst wir von ihm gewohnt sind. Die Bundeskanzlerin hat heute die Demokratie Defizite deutlich angesprochen. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, demokratische Grundsätze. Lässt ihn das kalt? Er wirkt so gelassen, aber unser Korrespondent hat ja gesagt, er spürt schon den Druck und hat auch einiges zu verlieren. Ja, er hat auch sehr viel Druck, denn die Opposition, die ist ja im Moment sehr gespalten. Die kurdische Opposition ist fast geschlossen im Gefängnis. Und die Pressefreiheit ist ja auch so, dass mehr als 150 Journalisten in Gefängnissen sitzen. Dass Zeitungen und Medienhäuser alle platt gemacht worden sind. Er weiß schon, dass der Druck sehr groß ist, denn er braucht Deutschland, er braucht Europa aus wirtschaftlichen Gründen. Er braucht den Westen aus militärischen Gründen. Das heißt, er kann nicht ohne weiteres jedem irgendwie den Kampf ansagen. Aber was macht das denn im Hinblick der Besuch der Bundeskanzlerin jetzt heute? Ist die Aufmerksamkeit so groß, dass sowas Auswirkungen haben könnte auf dieses geplante Referendum, dass Leute das dann hören, weil die Medien sind ja doch ziemlich gleichgeschaltet in vielen Dingen, weil es sie einfach nicht mehr gibt, oppositionelle Medien. Was ich heute gut fand, ist, dass die Bundeskanzlerin trotz der großen Kritik, sie gehe in die Türkei, nach Ankara, zu Erdogan und unterstütze ihn dabei mit seinen Absichten mit dem Referendum. Ich glaube schon, dass sie sich kein Blatt vor den Mund genommen hat und dass auch sie auf der Pressekonferenz, auf der gemeinsamen Pressekonferenz all das zur Sprache gebracht hat, was die Leute hier auch beschäftigt im Zusammenhang mit der Türkei, eben Menschenrechtsverletzungen, eben Einschränkungen der Freiheiten. Und das hat sie sehr gut zur Sprache gebracht und das hat er auch registriert, denn das waren ja auch so, dass auch ausländische Journalisten da sind und sie hat auch ganz klar ein Thema angesprochen, was ein wichtiges Thema ist. Die deutschen Journalisten bekommen nicht alle durchweg Akkreditierungen und das muss auch aufhören, dass man auch diese Arbeitsbeschränkungen für deutsche Journalisten auch beendet. Hat Erdogan überhaupt noch ein Interesse, stand jetzt daran, irgendwie in irgendeiner Form die Nähe zu Europa zu suchen? Weil er droht ja mit der Aufkündigung des Flüchtlingspaktes. Ist ihm das im Moment überhaupt wichtig? Nun, der Flüchtlingspakt ist natürlich immer ein Thema für ihn, weil er kann damit drohen, aber ob er jetzt diesen Pakt wirklich... Aber er weiß ja, was das bewirkt. Also die Europäer werden sich ja deswegen keinen Millimeter auf ihn zubewegen, Visumsfreiheit etc. Nein, er wird das auch weiterhin immer wieder hochhalten, die Drohung, aber er wird das nicht umsetzen, denn er hat selber 3 Millionen Flüchtlinge im Land und 3 Millionen Flüchtlinge bedeuten auch sehr viele Sorgen und Probleme. Er braucht die Gelder, damit dann auch Projekte für Flüchtlinge umgesetzt werden. Das heißt, die Europäer kann er nicht einfach draußen lassen und dann die Tür vor der Nase der Europäer schließen. Er muss dann diese Kanäle offen halten. Und deshalb ist auch dieser Besuch sehr wichtig, dass man diese Dialogkanäle weiterhin offen hält. Aber was wird das jetzt für die Zukunft bringen? Wie wird Erdogan sich entwickeln? Sollte er scheitern mit diesem Präsidialsystem in dem Referendum, was wird dann aus dem Land? Dann bleibt, es kann ja nicht alles einfach so bleiben, wie es jetzt gerade ist, sondern das hat ja was mit dem Land gemacht. Das Land ist sehr gespalten leider und das ist also eine Schuld Erdogans. Das Land ist sehr gespalten. Es ist zu befürchten, dass dann diese Spaltung auch weiterhin sich noch verschärft und möglicherweise sogar regional begrenzte bürgerkriegsähnliche Unruhen nicht mehr ausgeschlossen werden können. Wie bewerten Sie, dass die Bundeskanzlerin auch die Oppositionsgruppen trifft? Das ist sehr gut, denn man muss auch mit der Opposition treffen. Man kann nicht einfach dahin gehen und dann nur mit Erdogan und mit seinen Regierungsvertretern sprechen. Die Opposition hat auch was zu sagen. Das ist auch sehr gut, dass sie dann diese Chance der Opposition geräumt hat, auch sich zu artikulieren. Herzlichen Dank, Bahar Güngör, für die Einschätzung anlässlich des Besuchs der Bundeskanzlerin in der Türkei.